Hallo Freunde und viele Grüße aus Hamburg in der Hafen City, wo der Sarazar und ich gerade rumhängen. Und da haben wir so einen jungen Mann getroffen, der wohnt hier irgendwo in der Gegend. Da haben wir einfach ins Hotel geschliffen, damit er uns mal Battlefield 4 ein bisschen zeigt. Wer bist du denn überhaupt? Kennt man dich? Ich bin Moritz, untreu. M-Benny. M-Benny. Ja, ja, ja. Mit Peace-Zeichen, genau. Bleib treu. Bleibt treu. Schauspieler meiner. Staff Sergeant Dunn in Battlefield 4, muss man ganz klar sagen. Also Staff Sergeant Dunn, genau. Kannst du uns immer eine kleine Hörprobe geben gerade? Das war schon eine eigentlich. Achso, hast du einen Satz, den du immer besonders gehasst hast, den du jetzt mal bringen kannst? Gehasst nicht wirklich, aber ich muss so oft den Namen des Helden sagen. Also Wrecker ist er, ne? Kannst du mal Wrecker, runter! Wrecker, Handgranate! So, weißt du? Ist geil, ist geil. Ja. Auf tausende verschiedene Arten und zum Weisen. Zum Verrecken, hat er das gesagt. Zum Verrecken, genau. Oh, oh, das sind die Witze, die du immer anschaust. Ja, Alter, ey, es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Es tut mir echt, ich entschuldige mich jetzt schon, es wird nicht besser. Karlauer. 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 So, alles klar. Wir zocken eine Runde Battlefield 4 und der Moritz zeigt mal, was er für Mad Gaming Skills drauf hat. Alter, jetzt habe ich dich voll bloßgestellt, aber ist egal. Wir machen einfach eine spaßige Runde und dann synchronisieren wir ja quasi neu. Let's go. Okay. So, du gibst mir mal ganz kurz die Handgurke. Und wir zocken jetzt die erste Handgurke. Mission. Ja, ich hab ja im Film irgendwelche besonderen, aber ihr benutzt ja keine Handgurken. Keine Handgurken, nee. Das wäre aber geil eigentlich irgendwie mal, oder? Schon. So ein bisschen Spaß. Stell mal vor, so ein, ja, und jeder macht so, und in Liebesszenen machst du dann immer schön hin und her. Wäre eigentlich romantisch. Das wäre super, mit ja. Mit so einer Rose dran. Ja. Hey Irish, weißt du, was für Fische die in Baku haben? Negativ, Staff Sergeant. Hey Wrecker. Wrecker, bist du wach? Moritz, so ein Spiel zu synchronisieren, du machst ja viele Filme, du bist ja Schauspieler, und so ein Spiel zu synchronisieren ist ja noch eine ganz andere Herausforderung, oder? Ja, es ist ähnlich wie wenn du einen Zeichentrickfilm oder sowas synchronisierst, kann man sich eigentlich gleich vorstellen. Das heißt, du hast, ich habe jetzt auch nicht auf das fertige Bild gesprochen, was du jetzt da siehst, sondern quasi auf die Close-ups von den Schauspielern, die in der Motion Capture gesteckt haben. Die haben so einen Headrig mit so einer Kamera, die halt die ganze Zeit ein Close-up zeigt und auf das Bild von dem Close-up sprichst du den Kram. So. Also eigentlich ist es wie synchronisieren. So. Wir sind natürlich nicht so gut wie der liebe Fabian oder so von den Battle Bros, aber wir kriegen das sicherlich auch noch irgendwie hin. So, jetzt können wir hier noch eine Sekundärwaffe wählen. Wir haben einiges freigeschaltet, weil hier wurde mein Speicherpunkt gewählt. Sehr praktisch und ich bin ja schon ein bisschen weiter im Spiel. So, und jetzt kommt der Irish raus, unser Kollege, und da müssen wir jetzt ein bisschen rumfeuern. Irish Tech, oder? Aha. Den Namen musste ich auch sehr oft sagen, Irish. Irish. Ja, ja. Irish runter, Irish hoch. Dies, das. Also war aber schon eine spaßige Anlage, oder? Sehr, absolut, sehr. Also hat mir echt Spaß gemacht. Das ist ja auch ganz neu. Also du hast ja auch, es ist ja jetzt gerade ganz neu, dass sich überhaupt die Welt sozusagen oder überhaupt für Schauspieler interessiert und diese Zusammenarbeit. Die gibt es jetzt ja noch nicht so wahnsinnig lang und ich bin froh, da ein Teil von zu sein und da reinzugucken und reinzuschnuppern. Bei mir das auch völlig neu ist einfach. Synchros so. Machst du auch öfter, ne? Ja, aber es sind dann halt die Zeichentricksachen so, ne? Also synchronisieren so richtig Filme, also Deutsch auf Englisch habe ich noch nie gemacht. So. Das ist auch komisch. War ein Unterschied zwischen Zeichentrickfilmen, die da immer so. Oder hier so ein Kriegsfilm ist ja schon was anderes. Ne? Total, also wobei, am Ende des Tages ist eine Figur irgendwie eine Figur. Was ich vor allem total geil daran fand, ist, dass. Das ist natürlich ein amerikanisches Spiel, also eigentlich ist es ja ein schwedisches Spiel. Mhm, genau, schwedisch. Aber es sind ja amerikanische Marines, soweit ich das richtig verstehe. Und das ist natürlich mit einem krassen Heldenpathos gemacht, das ganze Spiel. Das sind so Erzählstrukturen, die du dir ja in Deutschland gar nicht traust, weil bei uns gibt es ja so Helden nicht mehr. Das ist ja irgendwie so ein bisschen vorbei. Und mal so einer zu sein, der dann so, ja, steh auf, gleich, und das ist schon, macht schon Spaß, weil bei uns traut sich das keiner. Ich habe letztens bei Joko und Klaas gesehen, dass du auch super Inder nachstellen kannst. Ja, ich habe einen Film gemacht, wo ich einen Inder spiele, also einen spiele, der als Inder sozusagen ausgibt. Willst du Werbung machen? Weil das ist ja das war gar nicht so einfach, weil ich habe den, es ist ein englischsprachiger Film und im Englischen war das relativ einfach, because you know that in English everybody, you know, these voices you find them everywhere, you go to the restaurant, everybody knows other the Indian accent pretty much sound like this. So no problem to do it. Ja, aber da ist es leicht zu lernen, weil jeder Taxifahrer und jeder Dritte auf der Straße so redet, aber bei uns hast du das ja nicht. Das Lustige ist, du kommst gerade aus dem Urlaub, bist ein bisschen bräunlich, man wird es dir echt abnehmen gerade. Thank you very much, it's very kind of you, Mr. Glunk. Wir spielen jetzt mal mit dem Moritz hier die kleine Multiplayer-Testmap. Ich kann doch nicht mal rüberspringen. Der Moritz, der hat jetzt gerade eine kleine Einweisung in die Steuerung bekommen. Du bist ja eigentlich auch kein Zocker, richtig, oder? So ein bisschen früher hast du gespielt. Ja, aber echt total wenig. Also ich bin nicht wirklich ein Zocker, nee. Das war irgendwann, mir wurde das einfach zu komplex. Ich hatte so eine Phase, wo mochte ich Sportspiele ganz gerne. Aber sonst, das ist mir einfach echt zu komplex gewesen irgendwann. Das sind zu viele Knöpfe, zu wenige Finger.
Ich kam noch nicht mehr so richtig klar. Und du merkst gerade, es ist gar nicht so leicht zu spielen und zu reden gleichzeitig. Das ist richtig scheiße schwer. Ja, das denken nämlich immer die Leute. Let's Play voll easy, aber man muss sich ja am Anfang... Aber jetzt fängst du an zu zocken, jetzt wo du mit uns sitzt hier. Jetzt muss ich ja. Nachher bist du voll der Battlefield-Bro. Ihr müsst jetzt einfach das so ran. Du spielst dann gleich oder du und dann schneidet ihr das rein. Dann tut so, als wäre ich das gewesen. Genau, das willst du bei uns aber nicht, weil du spielst auch schlecht. Besser als wir beide zusammen. Vielleicht spielt ihr bei der Max richtig, hinter der richtig, Kamera. Genau. Obwohl, langsam bist du da drin. Guck mal, ich gehe intuitiv an den Strand. Kannst du mal sehen, so spiele ich Battlefield. Erstmal Sonnen gehen hier schön. Wäre das nicht geil, so ein Badetuch dabei haben, einfach bei Battlefield und einfach mal kurz an den Strand legen? Aber ist das nicht tatsächlich auch der absolute, weswegen die Leute dieses GTA alles spielen, eben weil du nicht was machen musst, sondern weil du die Ruhe hast irgendwie. Die Ruhe weg. Da ist jetzt aber auch keiner, oder was? Nee, das ist alles nur so mal. Da rennt man nur rum. Kann man schneller gehen, rennen oder so? Mit Shift. Shift, siehst du. Ja, guck mal, da hört bei mir der Spaß schon auf. Hier ist das. Genau. Okay. Das ist entscheidend. Aber so langsam hast du drauf. Man muss sich halt erstmal reinbringen. Man muss ganz klar sein, der Moritz hat früher ein bisschen FIFA gezockt und all sowas. Aber jetzt sich nicht richtig in die Spiele reingefuchst. Ab jetzt ist er ein richtiger Zocker-Nerd, ab heute. Ich habe die krassesten Battlefield-Skills, die du dir vorstellen kannst. Battlefield im Anschluss holen und zu Hause durchsuchten in der Nacht. Genau. Pro-Gaming auf einem neuen Level. Alter, guck mal, da ist aber schlechtes Wetter. Mit Badetuch sieht scheiße aus. Nee, da geh nicht hin. Ich will kein schlechtes Wetter. Das hat mich schon genervt. Es ist jetzt hier bei uns wieder Herbst wird. Ja, du bist ja gerade von Fuerteventura gekommen. Richtig, ne? Richtig, ja, da war es schön. Urlaub. Also, weil ihr euch wundert, warum wir so bleich sind, der ist nur einfach braun. Was ist denn mit euch los? Ihr seid so blass. Ja. Ja, wir haben auch noch 3 Stunden geschlafen wieder, damit wir hier mit dem Moritz eine Runde in Hamburg zocken können. Und das ist echt wir machen YouTube-Videos, wir haben kein Geld für Solarium, weißt du? Mhm. Nicht so wie als feiner Schauspieler. Aber das passt auch immer, so, dass man sagt, ey komm, wir machen YouTube-Videos, wir verdienen kein Geld. Die lügen. Guck mal hier, die lügen. Max weiß, also Max grinst schon. Weißt hey, Max, dem fällt schon die Kohle aus der Tasche, achte mal. Der macht ja keine YouTube-Videos. Der ist bei ProSieben. Ach, der ist bei ProSieben. Ja, da ist alles durch. Ja, da ist alles vorbei. Guck mal, geh mal hier rüber, kannst du mal ein bisschen fighten. Wo denn? Guck mal, da siehst du auf der Minimap, da unten. Ja, aber dann muss ich ja... Aber ich gehe, ach so, das ist die, sind. Genau, du kannst direkt so quasi. Genau, perfekt. Und das sind jetzt auf jeden Fall so ein paar Dummy-Gegner für dich. Die, da wo hinten die Pfeile drauf sind, die roten. Genau, rotzt du alle weg. So, und denk dran, mit der linken Maustaste schießen wie ihr und je, weißt du. Aber wie zielt man? Mit rechter Maustaste. Ach so, also zielt man. Genau. Kannst du anvisieren. Okay, wo sind die denn? Das sind hier so Dummy-Pfeile. Das ist hier, genau, du kannst jetzt einfach abschießen hier. Das sind jetzt so einfach so Pappenheimer. Oh, ich dachte, da kommen jetzt echte Gegner. Warte mal, spring am besten mal kurz, hol dich mal hier raus kurz. Spring am besten mal hier rüber einmal, so, und jetzt kannst du wieder drehen. Verstehe. Ich muss immer erstmal wieder die Feinde mal die so ein Finger neu sortieren. Das hier auch alles, den ganzen Kram da. Ja, die stehen davor. Ich glaube, das sind überall so Das ist Gras. Da ist die Stadt mit Greenpeace, die hier gegenüber sitzen. Ja, genau. Wir das Fenster, Alter, die holen ich gleich raus hier. Wir sind hier in der Hafen-City von Hamburg, nämlich. Ja. Richtig schöne Ecke. Und der Moritz, du bist ja auch Hamburger. Ich bin Hamburger, Was ist dein Spot, wo man in Hamburg hingehen sollte? Du, das Schöne an Hamburg ist ja, du kannst das hier so schön aussuchen. Ne? Du hast da eben, wie hast du eigentlich alles? Du hast vom Kiez, also vom Hafen, du hast es dreckig, du hast es urban, du hast es aber auch hübsch. Man kann es gut aussuchen. Du es dreckig oder? Mal so. Mal so. Also ich finde, das ist genau wirklich das, was ich in Hamburg echt genieße, dass du sagen kannst, du hast manchmal Schweine. Das Gute ist, wenn ich heute nach Hause komme, kann ich sagen, Alter, ich habe heute Moritz Bleibtreu gefragt, magst du es dreckig? Ja. Toll. Und er hat gesagt, manchmal. Genau. Manchmal. Ja, ist wirklich, aber es ist wirklich echt so, weil das ist, guck mal, so eine Stadt wie München, die ist halt sehr schick. Berlin ist dann sehr rau und in Hamburg trifft sich das so alles. Ne? Da hast du auf der einen Seite, guten Tag, können wir helfen? Hallo. Schwenk mal rüber, Max. Mach nichts. Haben Sie reserviert? Ja, natürlich, klar. Und zwar von drüben. Ja. Aber das ist nicht die richtige Veranstaltung. Nee, ich glaube nicht. Wir machen hier sogar so eine Privat. Ach, kommen Sie ruhig rein. Kennen Sie Moritz Bleibtreu? Der sitzt hier gerade. Ja, natürlich. Den haben wir. Ach, schön. Kennen Sie Battlefield? Man hört das, glaube ich, nicht, was er gerade sagt, weil das zu leise ist. Aber schade. Das kriegen wir. Man sagt Besuch im Zimmer. Er hat sich verlaufen. Wir legen da nachher Töne drauf. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Tschüss, viel Glück. Tschüss. Wie kam der denn jetzt hier rein? Ist die Tür offen? Das ist ja merkwürdig. Es ist Hochsicherheit hier. Max. Der Max hat die Tür wieder aufgelassen. Ja. Genau wie bei Tony Hawk, wo er vergessen hat, Aufnahme zu drücken. Ha, jetzt ist die Story geleakt. Er macht es. Es war so klar, dass sie geleakt. Jetzt ist alles vorbei. Haben wir noch Max, irgendein Passwort von Max, was wir noch leaken können?
So. Ich hasse Sarraza. Ich brauche eine Abholung. Okay, Abholung. Sie bitte den Moritz, bleibt raus im Kindergarten. Ja. Das Spielparadies. Der kleine Moritz wartet im Spielparadies. Der M-Benny. Warum M-Benny? Wir dachten gerade, Moritz hat ja diese Battlefield-Plakate unterschrieben und es sieht aus wie M-Benny. Vielleicht kann man das sieht doch nicht aus wie M-Benny. Ich weiß nicht, ob man das gerade sieht. Das war. Thanks, guys. Also ich muss das mal machen wie die Fußballspieler, die lernen das doch dann teilweise. Die kriegen doch dann, es gibt doch richtig so, das kannst du richtig lernen, wie so man eine ordentliche Unterschrift mit macht. Mit Schreibschrift, also. Mit diesen komischen Linienblättern. Dass das cool Klasse. Aussieht, ja, dass du halt ja. eine coole Unterschrift irgendwie hast. Echt, das ist genau wie Rhetorikkurse und so. Ach krass. Hast du was mal gemacht? Rhetorikkurse? Nee, auch keine Unterschriftskurse. Aber, nee, keine aber Sprecherkurse oder sowas, ne? Sprecherkurse oder Sprachkurse irgendwie so? Nee, ich habe ja keine klassische. Ja, genau. Ja, ja, tatsächlich. Ich war wirklich mal Sprüher, habe ich echt gemacht. Nee, habe ich auch mal gemacht. Ja? Ja. Ja, ich auch mal das. Aber ich das siehst du auch noch in der, Uniform, so ein in der Unterschrift. Da ist ja, so ein leichter Tag ist da noch drin. Genau, ja. Beim Essen nee, aber du hast. Ich habe ja keine klassische Schauspielausbildung gemacht, deswegen habe ich mit Sprache nie so wirklich was gemacht. Aber das kam dann irgendwann im Laufe aber der Zeit. Aber du bist ja auch in einer Schauspielerfamilie aufgewachsen, ne? Muss man ganz klar ja, sagen. Ja, das kann man also, so sagen. Du hast es ja in die Wiege gelegt bekommen quasi. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Aber das heißt ja auch nichts. Also ich denke, es gibt ganz viele tolle Schauspieler, weißt du, deren Eltern, weiß ich nicht was waren. Bauarbeiter. Zum Beispiel. Klar. Und ja. es gibt auch ganz, ganz miese Schauspieler, die ich will jetzt keine Namen nennen, aber gibt's ja. Die ja, gibt's. Welcher denn? Guck mal, musst du nicht mal hingucken, weißt du, so mit dem Kunde nicht mal hingucken. Ja, genau. Hi, Alter, Vorsicht, Vorsicht! Du kannst oder? Alles wegbomben auch tatsächlich. Ja, du kannst jede Wand, die irgendwie auf steht, auch weg. Und sowas? Ja, auch bei ihm geht alles. Geil. Das Geile ist halt bei Battlefield wirklich, ihr geht in die Deckung, ja, und ihr werdet, denkt, oh, hier bin ich sicher, pam, auf einmal fliegt ihr alles um die Ohren, Beton um die Ohren und all sowas rein. Weil hinter dir jemand die Wand gerade weggemäht hat, zum Beispiel. Ja, genau. Also das können wir nochmal machen. Cool. Vielleicht haben wir ja noch eine Kiste. Mit einer Reifendeckung ist mir das passiert, da war ich dann auch schnell tot. Aber du warst noch nicht reif genug dafür. Oh, siehst du, das meine ich. Die ganzen Tag, ganzen Tag. Ja, warum sollte man auch Reifen decken? Oh, sehr schön. Schlecht. Sehr schön. Schlecht. Es wird langsam. Ja, den Moritz auf jeden Fall, wer ihn nicht kennt, das gibt es ja leider wenige hoffentlich. Das hat übrigens gestern auf der Party gestern, hat wirklich tatsächlich ein Typ zu mir gesagt, der beste Versprecher, den ich je gehört habe. Das war wirklich großartig, falls du zuguckst, der war echt der Beste. Kam mit seiner Freundin an, hat sich ein Autogramm geholt und steht auf, geht weg und sagt zu mir, du bist echt mein größter Fan. Und geht raus. Geil. Ja, geil. So, ja genau, ich bin echt dein größter Fan. Du bist echt mein größter Fan. Wie, ja, wie du bist echt mein hast größter Fan. Hast du ein Autogramm Fan. Geholt bei dem? Hätte ich machen sollen. Ja, das wär zumindest vorbei. Ja, den sehe ich so schnell nicht wieder. Ja, so, ich überlasse die Map jetzt mal die Testmap und zeige euch noch mal ein bisschen von den anderen Multiplayer-Karten. Könnt ihr gerne quatschen. Erzähl doch mal gerade ein bisschen über deine Filme und sowas alles. Ja, ist momentan, obwohl, jetzt ist gerade noch komm, wir machen jetzt mal Promo Film hier. Draußen. Ja, gute Idee. Der Moritz ist nämlich ein richtig guter Schauspieler, munkelt man. Sagen einige, stimmt aber nicht. Hey, ist gerade okay. Nee, jetzt ist gerade ein bisschen Ruhe. Ich habe gerade eigentlich gestern war Donnerstag, ne? Nee, heute ist Donnerstag. Dann kommt heute, ich weiß ja nicht, wann ihr das ausstrahlt, heute ist der 31. Oktober. Halloween. Und heute kommt ein Film ins Kino, der heißt Inside WikiLeaks. Die Julian Assange-Verfilmung, die Geschichte von Julian Assange und Daniel Domscheit-Berg. Da spiele ich mit. Da spiele ich einen Hacker. Mhm. Noch so, genauso schlecht wie, ne? Hab so mir irre Mühe gegeben, so zu tun. Hast du eine geile Matrix-Tastatur hier? Ich habe einfach versucht, so zu tun, als ob ich das irgendwie könnte. Keine Ahnung, ob es gelungen ist, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Der ist im Kino gerade und dann ist erstmal Pause. Dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. So, mache jetzt auch nichts mehr und mache eigentlich auch, glaube ich, bis Ende des Jahres erstmal Pause. Wann kommt eigentlich Nicht mein Tag in den Kino? Nicht mein Tag kommt im Januar, 16. Januar 2014. Da spielen diese beiden Menschen auch mit. Naja. Da haben wir uns damals kennengelernt. Wenn wir sie nicht noch rausschmeißen. Daher kennen wir den Moritz übrigens. Also wir kennen ihn ja schon von Nicht mein Tag. Es war damals Nicht mein Tag, als ich ihn kennengelernt habe. Der einzige Grund, weswegen die mitspielen, ist sein Auto. Weißt du, ganz ehrlich. Genau. Glaubt man nicht, dass das mit Talent oder irgendwas zu tun hat. Nee, das will. Ich wollte ihn nicht. Kennen die dein Auto? Nee. Dein Nummernschild? Du meinst meinen Lamborghini oder den Ferrari? Welchen meinst du jetzt? Den Dings, ja, den Bugatti meinte ich. Den Veyron. Den habe ich im Moment, aber...
Den habe ich einem Kumpel geliehen. Ja, ja, ja. Der fährt den gerade. Ach, die Blonde, ne? Ja, die Blonde. Die Blonde. Genau, der war mal ein Mann. Ach so. Oh. Das ist ein Kumpel. Also, deswegen ich habe nichts mit der Mut, du hast sie doch. Da hast du den Bugatti verliehen, oder was? Ja, genau. Ach, du wolltest ihn Bugatti, oder was? Oh. Oh. Kommt ein Typ, klingelt an der Tür. Typ macht auf, sagt der Typ, der vor der Tür steht, Tag, mein Name ist Umberto, ich bin hier, um Ihre Tochter zu ficken. Ich dachte, Mann, um was? Umberto! Zeit so. Wir spielen heute nachher noch zu dritt Battlefield. Ja, verstehe, da steht übrigens auch Let's Spend the Night Together, das würde ich gerne mitnehmen, das Kissen. Yeah. Kann man im Hotel noch klauen eigentlich heutzutage? Klar, auf jeden Fall. Also beim Gronkh musst du aufpassen, das ist... Ne? Du sollst dich nicht zu nahe. Weil ich dir dein Herz gestohlen habe, sag's doch gleich. Ne? Das wird der Rumpel eifersüchtig, mein Lieber. Ja, der wer? Der Sergeant Rumpel. Ein Kollege von uns, der macht auch mit unserer Sendung macht er mit. Ein ganz lieber Kerl. Aber halt wirklich stockschwul. Das kann man auch wegballern hier. Das Ding, ne? Ja, hau alles weg. Alter, die gleich läuft der Amok. Killerspiele. Ja. Ich sehe schon in der Presse. Ja, ist alles aus jetzt. Der Moritz bleibt treu, ey. Das ist ich weiß, gewaltverherrlichend, dies, das, es ist alles furchtbar. Ganz was ist mit dem denn? Ganz, ganz schrecklich. Kommt man nicht hoch, ne? Auch scheiße. Ne. Wie kriegt man das Flugzeug vom Himmel, frage ich mich die ganze Zeit. Das versucht jeder, glaube ich. Ne? Du musst es doch wissen. Dann abstürzen damit, oder? Ja, der, das war die, hast du gemerkt, gut, das war die Witzsituation. Das kann man alles rausschneiden. Max schneidet das raus. Das lässt er drin, ich kenne auch Max. Der war so weggedisst mit dem Hemd einfach. Tut mir leid, Max. Super Hemd. Das ist Mobbing, was ich übertrage. Das ist einfach nur Mobbing. So, was machen wir jetzt? Können wir ins richtige Multiplayer eigentlich mal rein? Ja, ich hoffe es. Also wir haben ein paar kleine Sync-Probleme gerade, aber ist ja egal. Hauptsache wir sitzen hier mit dem Moritz, zocken ein bisschen Battlefield und haben Spaß. Ne? Genau. Muss ja eigentlich sein. Da ist die Hauptsache. Wieso wir diese Zahl in der Ecke? Wir haben eigentlich Max und Moritz hier. Ja, es ist Max und Moritz. Ist ja so was ganz Max Neues. Ja, ich habe mit ihm nichts zu tun. Ganz ehrlich, nee. Ich dachte, er war neulich bei Witwe Bolte oder so, vielleicht habe ich kennengelernt. Witwe Bolte, Max und Moritz, diese beiden, ne? Ja, damals war das ein Hundename, ein Hunde- und Katzenname vor allen Dingen auch. In meiner Kindheit gibt es in meinem Alter gibt es nicht so viele Moritz. Das wurde dann irgendwann, cool, warum haben die dich Moritz genannt, wenn es ein Hundename war? Also jetzt mal unter uns. Weiß nicht, meine Mutter fand es cool, glaube ich, irgendwie so. Mein Vater wollte mich Otto nennen. Alter, das wäre ein Absturz. Ich weiß, hat meine Mutter auch gesagt, deswegen heiße ich ja Moritz. Hast du einen zweiten Namen? Ist gut. Johann, wie Johann. Mein Vater, ja. Ja, Johann ist cool. Ja, Hans, also Johann. Johann. Joe. Yo. John. Joe, ja, John. John. John ist ganz Johnny. Nice. Ist John eigentlich. Ist Johnny? Ja. Aber jetzt nenne ich dich nur noch Johnny. Ja, freilich, aber ich bin ja Johnny bleibt so. Ich dachte Benny. Bin ja eigentlich ein Österreicher, verstehst? Und bin ja eigentlich in Bayern geboren. Auch und eigentlich auch. Österreicher. Aber du lebst ja seit Ewigkeiten in Hamburg. Du bist eigentlich Hamburg schon Hamburgeraner, oder? Absolut, ja, absolut. Ist das deine deutsche Lieblingsstadt? Absolut. International, welche Stadt, wenn du jetzt eine aussuchen könntest und du würdest dich zur Ruhe setzen, in Rente gehen, und sagen, jetzt genieße ich meinen Lebensabend in Las Vegas. Nee, ich weiß nicht. Ich habe auch längere Zeit im Ausland gelebt, 4 Jahre lang irgendwie. Und in Paris, bin hier in Paris, in Rom auch und in New York auch. Aber ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl, muss ich sagen. Und da ich so viel reise, Hamburg ist die perfekte Stadt, um wieder nach Hause zu kommen. Hier passiert nicht viel, es ist relativ ruhig, hübsch. Ja, ist so. Es ist groß genug, so, aber nicht groß zu groß. Groß genug, aber nicht zu groß. Das ist wie bei Köln, das ist ganz gut. Fühl mich da eigentlich, ist immer noch ein Dorf, immer noch ein Wohnzimmer. Ansonsten so zum Längersein, irgendwo bin ich in Italien sehr gerne, da fühle ich mich wohl. Warum? Ja. Weiß nicht, mag die Menschen, keine Ahnung, ich habe da auch, also mein Urgroßvater, wenn man so will, der war Italiener und fühle mich da, habe mich da von Anfang an immer sehr wohl gefühlt. So die Sprache, das südländische Flair, so ein bisschen mal. Ja, liegt mir nahe. Ich mag die Leute. Hast du so einen Reisetipp das in Essen, Italien? Ja. Oh, eigentlich alles unter Rom halt. Welches, ne? Hotelzimmer bist du da? Aber alles unter Rom ist wichtig. Überhalb Rom gibt es auch schöne Sachen, Toskana, dies, das, also, aber unterhalb Rom. Ich da mag den Süden. Daniele Rizzo freuen, unser Kumpel, der kommt ja aus Sizilien. Und wir müssen unbedingt mal mit dem Superhom in Sizilien drehen. Vielleicht sieht man sich ja da. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war auf der Dings, auf der World War Z Premiere. Stimmt, da hast du uns gegrüßt. Hab ich euch gegrüßt, genau. Da hast du ja mitgespielt. Da habe ich mitgespielt, genau. Und da stand er als Zombie verkleidet darum. Alter, was für eine krasse Rolle, ja, oder? Ja, ich auch so, Alter, immer musst du die Scheiße machen. Warum? Immer muss er sich irgendwas anziehen und der arme Junge, weißt du, so das also Mal davor, macht er gerne, ja, ne? Das Mal davor war bei Tangled, bei Rapunzel, und da habe ich ein Interview mit ihm gemacht, da war er verkleidet als Rapunzel. Ja, das macht er besonders gerne. Hast du ihn geschleppt, oder? Nee, er sah echt scheiße. Ich habe mir aber ein American Pie Interview mit ihm reingezogen, das war so lustig, weil er als Blondine und mit dem rumbaggert. Also Daniele macht schon coole Sachen, kann man nicht anders sagen. Er macht das gerne, ne? Ja, der macht das gerne. Wir können ihn mal grüßen gerade. Ja, liebe Grüße an Daniele. Hallo Daniele. Hallo Herr Rizzo. Schön. So, Hammer fertig. Ja, Hammer gegrüßt. Babidi Bobi und so. Ja, wir haben uns jetzt ins Battlefield zurückgezogen.
mit dem Moritz und dem lieben Gregor Onk. Und die beiden sind hier schon kräftig am Kuscheln, ne? Oh, ja, ja, wir machen das, weil der Moritz ist das ja gewohnt aus der Filmbranche. Macht man das so, ne? Da macht man die besten Verträge im Bett, oder? Dann macht man die besten Verträge und das ist natürlich auch ein elementarer Teil der Arbeit, ne? Das ist dann immer für Frauen besonders spaßig, weil dann werden dann alle Körperöffnungen abgeklebt und die Nippel abgeklebt, damit es keiner sieht und so. Oder ähnlich wie bei dir. Oder auch schon eine Körperöffnung abgeklebt? Bei mir noch nicht, nee, aber ich musste mir schon mal, es gibt dann so Sachen, wo du dann, musst du dir dann das Ding so möglichst weit zwischen die Beine schnallen mit so einem Teil, damit das nicht im Weg dann rum und die Frau nicht das Gefühl hat, dass da... Sag mal, habe ich noch eine Frage zum Abschluss an dich. Du hast doch bestimmt mal im Film irgendeine Knutschszene gehabt oder sowas. Ja. Ist das nicht voll strange, so weg dann wirklich so zu tun, als würde man gerade... Es geht, das ist, wenn man das zum ersten Mal macht, ein bisschen komisch, aber wenn es eine süße Frau ist und also eine nette Frau, mit der man gut klarkommt, dann geht das. Soll ich euch mal alleine lassen, ihr beiden? Ne? Hm? Ich lasse die beiden jetzt mal alleine und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Er tut nur so, weißt du?